Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ich habe hier eine Fliegenfalle, eine Mückenfalle, einen Vernichter, solarbetrieben. Schaut mal, hier ist das Solarmodul. Wenn es nun natürlich mal nicht so viel Sonne gibt, ist es gut zu wissen, dass man es auch aufladen kann. Und zwar hier. Dafür ist dieser mitgelieferte Kabel, ein USB. Ich gucke gerade C-Kabel auf USB-A. Kann man reinstecken, kann man das auch laden. Aber nach Möglichkeit bei unseren neuen Energiepreisen, die wir jetzt alle so verkraften müssen, ist es natürlich toll zu wissen, dass man das auch in der Sonne aufladen kann. Das ziehe ich dem dann vor. So, hier ist ein Henkel, den man auch aushaken kann. Warum, weiß ich jetzt gerade nicht, aber man kann es. So, wie gesagt, hinten ist das Laden. Ich wundere mich gerade, warum die kippelt, aber letztlich ist es egal, das schränkt die Benutzung ja nicht ein. So, dann hat das gute Stück eine Lampe. Ich mache mal meine Lampe aus. Ich glaube, das reicht, weil Schreibtisch können wir anlassen. So, Lampe an. Dann kann man sie ein bisschen drosseln und dann kann man so ein Blinklicht anmachen. Naja, ich meine, das ist ein bisschen anstrengend, dieses Blinklicht so. Und dann geht es wieder aus. Aber so, dass man sie abends als Abendlicht stehen lassen kann, finde ich schon ganz gut. Noch schöner wäre es, wenn es einen Timer hätte, weil es unnötig viel von der Akkuladung nimmt. Mir wäre das dann hier lieber. Und zwar hier Alexa, Schreibtisch aus. So, jetzt mache ich nämlich mal den Insektenvernichter an. So, nun schaut euch das an. Ein schönes Licht. Hier fließen viele schöne Volts durch, die jede Mücke und jede Fliege das fürchten lernen, dass die vernichtet werden. Da gibt es da einmal ein Knistern und ein Knastern und dann sind die zack weg. Das war's dann. 800 Volt. 800 Volt fließen da durch. Das ist ganz gut für eine Solarlampe. Das kann man schon gelten lassen, um eine Mücke zu vernichten, bevor sie einsticht und den Schlaf raubt. Ja, das ist die Mückenlampe. Ich mache jetzt erstmal wieder mein Licht hier an. Ich finde sie sehr hübsch, sehr empfehlenswert und vor allen Dingen praktisch, weil sie nicht kabelgebunden ist, weil man sie praktisch überall hinstellen kann und sie dort ihren Dienst verrichtet. Solarbetrieben, also kein Stromverbrauch. Ich denke mal, das rechtfertigt dann auch schon diesen Preis, den sie hat, weil man hier ja doch am Ende zumindest die Stromersparnis schon wieder hochrechnen darf. So, das war meine Ausführung dazu. Wie ihr euch entscheidet, ob ihr sowas bestellt, ist eure Sache. Das muss jeder für sich wissen. Ich finde sie jedenfalls schön und ich habe sie und werde sie auch rege nutzen. So, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Tschüss.